Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und ich befinde mich hier hinter der Kamera und ich befinde mich hier nicht auf einer Mondlandschaft, sondern das ist Hydrangea arborescens Annabelle. Jetzt ist mir der Name, der wunderschöne Frauenname, fast nicht in den Sinn gekommen. Beat Lötscher, der Gärtner dieser wunderschönen Hortensie. Wie alt ist diese Hortensie und wie schneidest du sie, dass sie so wunderschön wird? Also die Pflanze ist ebenfalls vierjährig, seit 4 Jahren im Boden, ja. Ist gewachsener Boden. Es ist nicht im Topf, die ist jetzt wirklich im Boden in den Boden eingewurzelt. Genau, ja. Richtig. Die Pflanze wird jedes Jahr zurückgeschnitten. Wie tief, wann? Wenn sie im Herbst einzieht, eigentlich die Blätter fallen lässt, wird sie eigentlich abgeschnitten. Bis hier unten da, ganz tief. Man sieht hier. Ah ja, 5 cm, ja, genau. Man sieht noch ein paar Triebe, alte Triebe. Genau. Ja. Und im Frühling wachsen die neuen Triebe und machen extrem sehr schöne große Blüten. Gigantisch, ja. Zeig mal die Hand daneben. Also 2 Hände reichen eigentlich nicht, um die abzudecken. Aber man hat. Genau, aber man hat das Gefühl, man muss sie. Genau, man hat das Gefühl, man muss sie fast so ein bisschen streicheln. Ne? Hast du diesen Reflex auch? Das ist unglaublich. Das ganz fein. Ne? Also wirklich schön. Jetzt sieht die jetzt sehr straff hier aus. Ich habe aber auch schon Annabelle gesehen, die dann so ein bisschen auseinandergefallen sind, obwohl das auch sehr schön aussehen kann. Was machst du, damit sie so straff stehen? Ich habe mir einen Bambus, ich habe einen Bogenbambus genommen. Ah, ganz einfach. Genau. Das sieht man auch eigentlich gar nicht. Nee, das sieht man. Normalerweise nimmt man irgendwelchen Draht oder irgendwelche künstliche Aufbindemittel. Aber einen Bogenbambus einstecken und dann halten die Triebe so wunderbar aufrecht. Wunderschön. Also wir müssen dieses Bild, wir und unsere Zuseher, noch einmal genießen. Die Hortensie Annabelle, die am diesjährigen Holz blüht, also viel einfacher als die Bauerhortensien. Und so ein wunderschönes, gigantisches Bild abgibt. Aber da wird wohl der Gärtner Beat Lötscher auch seines dazu beigetragen haben. Herzlichen Dank, Beat.